Oh, ein entzückender Erscheinung. Das kann man wohl sagen. Also, hier, Don Alfonso, zwei Depeschen, eben eingetroffen. Depeschen? Zwei? Ja, Amigo, das können Sie mir doch nicht so einfach ins Gesicht sagen. Der Schlag kann mich ja treffen. Zwei Depeschen geben sich schon. Madre mia, ich wage es kaum zu hoffen, wenn darin unsere Versetzung nach Madrid stünde. Mit angenehmen Überraschungen lässt man sich in Madrid Zeit. Aber wenn Sie die Depeschen öffnen, dann werden wir es ja wissen. Das ist eine Idee. Vom Gouverneur Fernando Po, Staatskanzler, na, der hat's gut. Auch Fernando Po ist wenigstens nur einmal im Jahr Regenzeit. Ja, und? Was ist denn los? Unruhen? Umsturz? Ich weiß, Senor Silvestro, dass Sie ein heimlicher Republikaner sind, aber bitte machen Sie es mir nicht so deutlich. Wenn ich Sie verhafte, wäre ich ganz allein. Also kein Umsturz. Nein, viel schlimmer. Wir sollen Kindermädchen spielen. Hä? Der neue Garnisonskommandant wird angemeldet. Colonel Corazze de la Casa. Wir haben seine Anlandung zu sichern. Und nun kommt's. Unseren Schutz auch insbesondere auf die Begleiterin des Colonel auszudehnen.